Seit 30 Episoden sucht Lara Croft nach der verlorenen Stadt Ketesh. Nun hat sie sie endlich gefunden. Und was hat sie jetzt davon? Hängt hier in der Wand. Da oben sind irgendwelche, ja, das sind die Unsterblichen wahrscheinlich. Ich bin jedenfalls der Vorbuddler. So viel ist sicher. Und ich begrüße euch recht schmerzlich zu Rise of the Tomb Raider. Und ja, ich würde mal vorschlagen, jetzt habe ich euch ja letztes Mal schön im Cliffhanger ein bisschen hängen lassen, so wie Lara hier hängt. Und komm, jetzt machen wir weiter. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Jetzt ist mal wieder hier ein bisschen knifflig was angesagt. Ich weiß nicht, wie ich das... Okay. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass die uns jetzt nicht sehen sollen. Ja. Das war doch ganz einfach. Und jetzt? Da hoch. Oh. Ja, immer auf das Sitzfleisch. Wo sind wir denn jetzt hier wieder gelandet, Lara? Mensch, was machst du denn eigentlich hier mit mir? Bin schon fertig mit den Nerven. Folge geht grad los und ich kann schon nicht mehr. Ist das eine kaputte Wand oder? Immer an der Wand lang. Oh. Ja, wir sind so. Ist mal gut zu wissen, ne? Dass wir völlig vollgeladen sind, alles haben. Oscar. So. Offenbar hier hoch. Okay. Das nehmen wir mal mit zum Speichern. Na, fröhlich weiter. Ups. Es sind so viele. Ach, noch ein Basislager. Ging ja schnell. Scheinbar auch nötig zu haben. Sieht wieder sehr dramatisch aus. Wir mal noch umsehen. Ich denke, wir sind völlig
abgefüllt hier. Ja, also hier kann man wirklich nochmal seine Ressourcen auffüllen, falls man es nicht hat. Alles kein Problem. Das bedeutet also, wir werden das gleich alles brauchen. Und ich glaube auch, ich werde mich jetzt allmählich mit meinen Kommentaren hier so ein bisschen zurückhalten und mich ein bisschen mehr konzentrieren. Und euch mit den Geschehnissen hier, guckt euch das nur an, ist das nicht gigantisch? Ein bisschen alleine lassen mit den Geschehnissen. Wie gesagt, wenn es zu spannend ist, ne, Kissen habt ihr ja hoffentlich bereit. Könnt ihr euch für die Augen halten, wie immer. Ich empfehle das ja auch. Immer auf meiner Webseite könnt ihr nochmal nachlesen. Minenarbeit.de. So, und jetzt denke ich mal, stürzen wir uns ins Getümmel. Mist! Akine, Scott Austin! Okay. Überall dieses griechische Feuer. Und dann auch noch mit irgendwelcher Magie dabei, schätze ich mal. Aber Gott sei Dank sind sie nicht so unsterblich, wie ihr Name vermuten lässt.
Und ich glaube, es war auch noch nicht alles. Pfeile, du. Akine, Scott aus der Dien. Interessanten Ort entdeckt, das kann man wohl sagen. So, wir haben ja, glaube ich, jetzt keine Eile, da reinzukommen. Lieber mal schauen, ob ich hier noch Loot habe. Okay, das war's jetzt erstmal mit denen. Kann man das noch abknallen da oben? Ja, wäre auch noch vielleicht eine Idee gewesen, okay. Da oben waren auch noch ganz viele Fässer, habe ich gesehen. Hätte ich die auch schon vorher wahrscheinlich versuchen können zu treffen. Da reicht auch die Pistole in dem Kampf völlig aus. Okay, dann schauen wir mal.
Trinity hat schon zweimal große Männer zum Pfad des Propheten entsandt und beide sind verschwunden. Er trug die göttliche Quelle hinaus aus dem Reich, aber sie gehörte nicht ihm. Diese Blasphemie besudelt alles, solange seine Nachkommen leben. Also muss Trinity es noch einmal versuchen. Ich tat gottlose Dinge. Versündigte mich an Unschuldigen, nur um hierher zu kommen und die göttliche Quelle zu bergen. Ich weiß, Gott vergibt mir. Denn mein Tun dient einem höheren Zweck. Jetzt ist das Ende in Sicht. Ich muss nur diesen letzten Kampf überleben. Und Trinitys Arbeit ist getan. Ja, er will den Propheten finden. Lara hat den Propheten schon gefunden. Das ist ziemlich merkwürdig. Es weist skytische Züge auf, aber es sieht aus wie ein... Nein. Unmöglich. Ein Kosmonaut oder sowas. So, Lara, Schatz, haben wir den mal hier unten, ja? Komm, dann laufen wir mal die Treppe hoch. Scheint auch der Rückweg zu sein. Das sieht nicht gut aus. Lara, du hast es offenbar geschafft. Du bist in der verlorenen Stadt. Lara! Sie dürften jede Minute durch das Eis brechen. Es ist Zeit für euren Angriff. Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten? Aber wir können dir etwas Zeit verschaffen. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Die Kammer der Seelen. Die göttliche Quelle muss dort sein. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Ich habe versagt. Es gibt keine Entschuldigung für meine Sünden. Ich habe meine Hände auf der Jagd nach dem Propheten mit Blut besudelt. Und jetzt ist alles dahin. Als die Belagerung begann, taten die Anhänger des Propheten das Undenkbare. Sie richteten ihre Waffen auf die Gletscher und begruben ihre eigene Stadt. Mongolen wurden ebenso wie die Anhänger des Propheten vom Eis zermalmt. Der Khan und seine Krieger sind tot. Die Einwohner Kitesch sind gebrochen und verstreut. Nur ich überlebe im eisigen Herzen der Stadt. Meine einzige Gesellschaft ist die unsterbliche Armee des Propheten, in deren Augen eine gottlose Flamme brennt. Auch jetzt suchen sie in den Ruinen nach Überlebenden. Der letzte Mann und die letzte Frau ist auch schon hier. Das ist auf jeden Fall eine Seilbahn nach unten, gut. Und dann haben wir es da unten wohl offenbar mit einer Stadt zu tun. Ja, Kitesch, klar, aber ist doch jetzt hier recht umfänglich.
Ja, deswegen würde ich jetzt mal vorschlagen, wir machen wieder mal einen kleinen Break. Es war halt auch wieder ereignisreich hier. Und wir werden in der nächsten Folge dann mal schauen, dass wir hier durchkommen bis zum Tor. Vielleicht sogar hindurch. Das wäre doch mal was. Ich weiß nicht, wie ich mir ein unsterbliches Wesen vorgestellt habe. Aber Jacob erscheint so menschlich. Was er in all den Jahren gesehen haben muss. All diese Erfahrung, dieses Wissen. Es ist schwer zu begreifen. Und doch hat er sein Volk seit Generationen angelogen. Alles für dieses Geheimnis. Welche Wunder werden mit der göttlichen Quelle befreit? Werden die Menschen endlich die wahre Natur der Seele verstehen? Oder enthüllt sie eine wissenschaftliche Entdeckung? Eines ist sicher. Trinity darf keine Kontrolle darüber haben. Ja, schau mal hier, jetzt haben wir hier noch die Karte mit der Schnellreisefunktion. Das sind schon 31 Orte, die wir jetzt hier noch aufsuchen können. Wenn man das alles abgrast, dann hat man echt noch eine Menge zu tun. Ich hüppel da jetzt mal noch runter. Guck mal, was passiert. Finde wieder kein Ende. Ah, okay. So. Ah ja, wunderbar. Ich kann hier schon einige Dinge entdecken. Das ist ganz gut, wenn man hier mal ein bisschen stehen bleibt und sich erstmal umschaut. Ich sehe da eine Glocke. Ich sehe da irgendwas zu lesen. Da unten ist eine Wache. Ich habe hier auch schon... Da hinten ist wohl das Tor. Und da habe ich ein Katapult entdeckt, ebenso wie hier. Und ja, das wird eine größere Angelegenheit. Dürfte nicht verpassen. Für heute bedanke ich mich erstmal natürlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns bald wieder hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch keine Angst einjagen.